Energische Verteidigung. 20 auf alle Verteidigung. Das hier macht. Verteidiger, gepanzerte Gnade. Das ist ein nahes minus 20% Rüstungsgeschwindigkeitsmalus. Unbeugsam. Naja, das brauchen wir nicht unbedingt. Achso, das sind ja auch noch alles. Kämpferfähigkeiten. Zweimal pro Ruhephase kann er in einem Kegel alle Gegner treffen und unterbrechen. Rein ins Getümmel, damit stürmt er voran. Ah ne, da zieht ein Gegner ran. Überwältigender Schutz, passiv. Die Absetzangriffe des Kämpfers besitzen eine höhere Genauigkeit und richten größeren Schaden an. Außerdem werden die Feinde niedergestreckt. Das wäre natürlich supi. Furchtlos. Immunität gegen Verängstigung verschreckt. Ne, nehmen wir überwältigender Schutz. Das ist nicht schlecht. So. Als nächstes Durens. Ruhig Athletik und Wissen. Und neue Zauber einfach. Große Wiederherstellung von Auster. Gebete gegen Fassungslosigkeit. Ja. Durins hat immer so viel Zauber, dass es kaum Übersicht How may gibt. I help? So, Level up für Alof. Ja. Gehen wir mal etwas in Heimlichkeit. So, Zauber. Menelatus erschütternde Fluggeschosse. Die sind immer gut eigentlich. Wobei eine Eisenhaut auch gut wäre. Kleine Zauberbuchprägung. Nee, nicht wirklich. Aber eine Flammenwand hätte ich gerne. Also kleine Zauberbuchprägung, damit kann ich kurzzeitig Zauber von einem Magier, gegnerischen Magier kopieren. Nehme ich die beiden. Und ich sollte mal einen Blick in die Bücher werfen. Und die Zauber, die da drin sind, kopieren. Vor allem gute Zauber. Wie den knisternden Blitz. Ja, nehmen wir auch den da. So, die haben wir alle. Da sind noch welche. Meerwald hat auch noch Zauber. Hier sind auch noch mehr als genug. Und hier auch. Na, kopieren wir die vom Meerwald auch mal. Ah, so ist das eigentlich ganz gut, was wir haben. Okay. Yes. Hat er noch was zu sagen? Welcome.
Amika, schön dich wiederzusehen. Was kann ich für dich tun? Palegina sagte, du könntest meine Hilfe bei etwas gebrauchen. Natürlich, natürlich. Ich habe bereits vernommen, dass du mit dem Dominus die Klinge gekreuzt hast. Und doch bist du noch hier. Äußerst beeindruckend. Bersano hatte Glück, dass du zur rechten Zeit kamst. Aber kommen wir zum Geschäft. Eine recht berüchtigte Gruppe von Abenteurern, die sich die Vergessenen nennt, hat sich einen Namen gemacht, indem sie invitanische Ruinen im Dürrwald plündern und die gestohlenen Relikte an ihre Gönner in den Valianischen Republiken verkauft. Man muss ihnen das Handwerk legen. Du weißt gewiss, dass der Handel mit den vitanischen Relikten im Dürrwald strengstens verboten ist. Wenn herauskommt, dass angesehene Adlige in den Republiken das Verbot des Dux missachten, in vitanische Ruinen zu plündern, würde das eine Reihe von wertvollen Handelsabkommen gefährden oder sogar ein Embargo für den Import von valianischen Waren nach Trutzbucht führen. Das darf ich nicht zulassen. Die Behörden in Trutzbucht wissen nichts von dieser Schmuggelei. Sie haben gewiss Gerüchte gehört, sie scheinen sie aber nicht zu glauben, sonst hätten sie mich herzitiert. Das haben sie bisher nicht. Ja, das mit dem Töten überspringen wir mal. Ich helfe, was soll ich für dich tun? Er lächelt erleichtert. Danke sehr. Ein bekannter Kaufmann in den Republiken, Mestre Bakusi, hat ebenfalls ein Interesse an den italischen Relikten entwickelt und hat einen Käufer nach Trutzbucht geschickt, um sich mit dem Vergessenen zu treffen. Ich habe dafür gesorgt, dass die Schmelztiegelritter den Käufer verhören. Ich habe angedeutet, dass er ein gesuchter Verbrecher sein könnte. Du musst dich als der Käufer ausgeben, als Bakusis Vertreter und in Erfahrung bringen, wie die Vergessenen die Relikte aus Trutzbucht schmuggeln. Mit diesem Wissen kann ich ihnen diskret das Handwerk legen und sie in den Augen der Mäzene diskreditieren. Wenn sonst nichts weiter ist, muss ich mich meinen Aufgaben widmen. Ja, leb wohl. Die Vergessenen. Vicente Agosti will, dass ich eine Gruppe von Abenteurern dahinter weiter invitaische Ruinen zu plündern und damit einen diplomatischen Zwischenfall auszulösen. Die Vergessenen warten an der Adelweltbrücke auf Mester Baikosis Käufer. Agosti will, dass ich mich als der Käufer ausgebe, um Einzelheiten darüber zu erfahren, wie die Vergessenen invitanische Relikte schmuggeln. Ja. Gut. Ja. Was geht der 5 Sonnen? Trotz größter Anstrengungen bestand Botschafter Agosti darauf, dass Palegina ihre Befehle zur Aushandlung eines Handelsabkommens mit den Valianischen Republiken und den Glafantanern mit der Anamnephadin zwingend befolgt. Solch ein Abkommen würde den Handel mit dem Dürrwald untergraben, was wiederum zur Spannung zwischen dem Dürrwald und den Republiken führen würde. Certainly. Ja. Und natürlich mit den Glafantanern und den Dürrwald. Right, fetching feathers, lass. Repeat, please, in Adirin. And stand closer so I can grab your neck if you said what I think you did. That was Isselmir. She likes your feathers. Thanks, but I'm not interested, Isselmir. Ja, irgendwie kann Palegina Alof nicht glauben. Also, Alof bzw. Isselmir hat gesagt, hast aber schöne Federn, Mädel. Und Palegina sagt, könntest du das bitte nochmal auf Edirisch wiederholen? Komm bitte noch ein bisschen näher, damit ich dich am Genick packen kann, wenn du das gesagt hast, was ich denke. Das war Isselmir. Ihr gefallen deine Federn. Danke, aber ich habe kein Interesse, Isselmir. Gut. Oh, Attentäter. Keeping an eye out. Der Attentäter sieht aus, als hätte er einen Zauber. Okay, der Attentäter hat es unbedingt auf Duelsaft gesehen.
Hallo, auf jeden Fall mal mit. Hanna, wir brauchen Drachen. So. Not even slowing it down. Yes. Das waren Lästigartentäter. Gekritzelte Notiz. Auf diesem fetzen Pergament findet sich eine knappe, aber detaillierte Beschreibung deiner Person. Einschließlich deines Namens, deiner Unterscheidungsmerkmale und allen Personen, mit denen du während deines kurzen Aufenthalts im Dürrwald Kontakt hattest. Mhm. Noch ein paar mehr davon. Und zwei Anfängerzauberbücher. Ein bisschen Geld haben sie auch dabei. Auch schön. Okay, warum nicht? So, jetzt habe ich genug Geld für Zeug ausgegeben. Oh, hier wächst ein Pflänzchen. So, dann gehen wir mal wieder in die Archive hoch, wegen Idea. Good day to you. Der Mann fährt mir seine Arbeit fort, ohne hinzuschauen. Hm? Ich suche nach Milizregistern aus dem Krieg des Heiligen. Ich versuche herauszufinden, was mit einem bestimmten Milizionär geschehen ist. Der Mann räuspert sich. Wir hatten schon mehrere Anfragen über solche Informationen. Ich befürchte, dass wir den Zugriff für die Allgemeinheit sperren mussten. Anscheinend gibt es im Dürrwald noch immer etliche Leute, die Rizeranern gegenüber Feindseligkeiten hegen. Ihren Namen einfach an ihnen rauszugeben, der danach fragt, wäre unmöglich. Viele von ihnen haben sich als Flüchtlinge niedergelassen. Wenn du in Trutzburg bekannter wärst, würde es sich anders verhalten. Ich habe keinen Grund zur Annahme, dass du dich in irgendeiner Form von den anderen unterscheidest. Ja, das ist so das Problem scheinbar. Ich bin immer noch nur schwach. Gut, ich muss wahrscheinlich ein bisschen besser werden. Hm. So, das heißt, das Einzige, worum wir uns jetzt noch kümmern können hier in der Stadt, abgesehen vom Leuchtturm, was ich nicht gerade machen möchte, ist Erbhügel. Also, auf nach Erbhügel. Kehre lieber um, Erbhügel ist geschlossen. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass du den Hügel mit noch mehr von diesen Gestalten bevölkern willst. Okay. Hail, Traveler.
Die Wache hebt eine Hand hoch. Tut mir leid, aber dieser Bezirk ist gesperrt auf persönliche Anweisung des Dukes. Was geht hier vor sich? Die beiden Wachen blicken sich an. Selbst wenn ich es dir sagen dürfte, ist es... Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, dass es vor etwa 2 Monaten begonnen hat. Was es auch immer sein mag, die Wachen, die das Tor geschlossen haben, haben von etwas Unnatürlichem gesprochen, das sie noch immer mitten in der Nacht aufschrecken lässt. Mehr will ich nicht wissen.